Ich wollte ganz gerne einen Raubzug drehen zu ein paar Büchern, die ich jetzt gekauft habe. Und ich bin da so ein bisschen bescheuert, glaube ich. Manchmal ist das so, dass ich wirklich wochenlang kein einziges Buch finde, was ich spannend finde. Und dann bestelle ich auch ewig nichts. Aber dann auf einmal begegnen mir ungefähr 20 Stück, die ich unbedingt lesen will. Und auf einmal gibt es nur gute Buchempfehlungsvideos. Die wollte ich euch einmal zeigen. Doch ein paar mehr geworden. Dann könnt ihr euch das mal angucken, weil ich nämlich dazu, glaube ich, auch sehr, sehr gerne Buchreviews machen würde. Und es ist so ein bisschen schlecht vorhersehbar, welches davon als erstes gelesen wird. Deshalb also mein toller Buchclub, der irgendwie so inkonsistent ist wie sonst nichts. Das nächste ist auf jeden Fall noch eins von den Vampire Academy Büchern. Ich bin gerade bei dem sechsten. Und auch noch aussteht Pride and Prejudice and Zombies. Und dann werde ich, glaube ich, in den nächsten Videos vielleicht halbwegs ankündigen, was dann so das nächste wäre, was ich dann reviewen würde. Nur falls ihr dann auch zusammen mit mir lesen wollt oder so. Ich finde die Idee des Buchclubs so toll, aber irgendwie klappt die Umsetzung noch nicht so richtig. Also wir werden üben und wir werden es hoffentlich dann auch hinbekommen. Mir gefällt Buchhauls sind irgendwie, ich weiß nicht, das ist so eins der besten Sachen auf YouTube. Ich finde die total spannend. Ich erzähle euch am besten auch, wo ich dann die Empfehlungen zu den jeweiligen Büchern hergenommen habe. Und zwar, das ist jetzt keine sortierte Reihenfolge, The White Queen von Philippa Gregory wird es hier hoffentlich ausgesprochen. Und dazu hat All That Glitters 21 auf ihrem Vlog-Channel Els Glitter Gossip heißt der, glaube ich, mal eine Review gemacht vor Ewigkeiten. Und jetzt ist auch The Red Queen erschienen. Das ist dann praktisch der zweite Teil. Das ist so eine Serie. Und ich habe schon sehr viel Gutes über diese Autorin gehört. Also sind wohl auch regelmäßig Bestseller. Das ist auch die Autorin, die das mit den Boleyn-Schwestern geschrieben hatte. Und das fand ich mal ganz spannend. Also ich finde, sie hat einen guten Buchgeschmack, Elle. Also da habe ich bisher auch gute Empfehlungen bekommen und ich wollte dem hier einfach mal eine Chance geben. Also ich habe schon sehr, sehr viel Gutes darüber gehört. Deshalb ist das in meinem Einkaufskorb gelandet. Dann habe ich hier Eva Pattberg, Model Ich. Das habe ich auch schon angefangen. Ich konnte es nicht lassen, weil der mittlere Teil, ich habe da so ein bisschen reingelesen und das war so witzig geschrieben, dass ich das gleich weitergelesen habe. Also dafür habe ich Vampire Academy dann auch zur Seite gelegt. Und zwar erzählt sie so ein bisschen aus ihrem Modelleben, aber auch ein bisschen mehr persönliche Sachen. Und es ist sehr, sehr lustig und gut geschrieben. Also ich glaube, das ist das nächste Buch, was ich dann auch durchhaben werde, weil es ist mitreißend und es hat so eine ganz eigene Note und einen eigenen Stil irgendwie. Und es ist nicht so aufgesetzt und auf gar keinen Fall prollig oder so. Jetzt habe ich schon eine halbe Review gemacht, dabei habe ich noch nicht mal das halbe Buch gelesen. Also das hat mir auf den ersten Blick sehr gut gefallen. Das habe ich in irgendeiner Zeitschrift gefunden als Buchempfehlung, weil es jetzt letztens neu herausgekommen ist im Diederichs Verlag. Noch nie gehört. Ist wahrscheinlich eine absolute Bildungslücke. Fand ich sehr schön. Und was mir auch gefällt jetzt, wo ich es halt, ich sollte aufhören, eine halbe Buchreview dazu zu machen. Die nächsten beiden Raubzüge ich am besten zusammen. Und zwar war ich in einer Bahnhofsbuchhandlung und bin dann auf die beiden gestolpert. Und zwar das eine ist die CIA und der 11. September. Das fand ich ganz spannend, weil das geschrieben ist von Andreas von Bülow. Der war Bundesminister unter Helmut Schmidt und hat auch Ahnung als Geheimdienstexperte. Und ich fand das ganz gut aufgebaut. Da sind hinten noch Quellenangaben. Und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er ein Verschwörungstheoretiker ist, aber er hat eindeutig einen anderen Blickwinkel auf die Ereignisse vom 11. September. Und ich wollte es mir einfach mal durchlesen und noch eine Meinung dazu hören und noch gucken, was jemand anders dazu sagt. Ich vertrete keine Meinung, dass der 11. September eine Verschwörung war oder so. Ich finde einfach nur, dass der Impact auf die Welt so stark war, dass mich eigentlich alle Dokus dazu interessieren und ich höre mir an, was jeder dazu zu sagen hat. Und auch nach Jahren von Dokus habe ich auch dazu immer noch keine Meinung. Ich würde auch nicht alles glauben, was ich dazu lese oder sehe, aber ich finde halt den anderen Blickwinkel irgendwie spannend. Das werde ich jetzt bestimmt nicht aussprechen, weil das wird nur schief gehen. Ja, ZDF. Das ist halt ein Herr, der das Ganze aufgreift, was genau der 11. September verändert hat. Hier steht geopolitisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich. Ich finde es sehr, sehr spannend, das nochmal schwarz auf weiß zu sehen, auch aus noch anderen Richtungen, die einem vielleicht nicht ganz so bewusst sind. Und das ist übrigens jemand, der
eben solche Verschwörungstheorien und Legenden hinterfragt. Also das ist praktisch nochmal die andere Seite. Und dann habe ich hier noch drei Bücher, die sind sehr dystopisch und greifen auch diese klonartigen Geschichten auf. Ich habe nämlich letztens einen Film gesehen mit Keira Knightley, ich glaube, Alles, was wir geben mussten, heißt der. Und den fand ich auch gut. Ich habe nämlich mal in der Schulzeit ein Buch angefangen, das auch davon handelte, dass Klone von Menschen gemacht wurden und die wurden dann nach der Reihe ausgenommen, je nach den Organen, die die Originalmenschen gebraucht haben. Aber ich weiß überhaupt partout nicht mehr, wer das Buch geschrieben hat. Und da habe ich letztens bei Twitter gefragt und scheinbar haben zigtausende von Autoren dieses Thema aufgegriffen. Auf jeden Fall habe ich mir dann zwei rausgesucht und zwar Brave New World wurde mir empfohlen. Ich glaube, das ist auch mit Klonen, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, weil ich nämlich auch nach Dystopien gefragt hatte. Ja, auch mit Klonen. Man verliert schnell den Überblick, wenn einem total viele Empfehlungen gegeben werden. Und ich habe die Ausgabe genommen für die wird, glaube ich, auch in Schulen gelesen. Da sind hinten noch Anmerkungen drin. Und das fand ich dann ziemlich spannend. Also ich finde, es ist immer gut bei bestimmten Büchern, wenn man Anmerkungen dazu lesen kann. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass hier wäre eins davon. Also von Huxley, Brave New World. Ich mag Dystopien. Also ich habe noch gar nicht viele gelesen, deshalb wollte ich gerade schon auf das nächste eingehen. 1984 von dem guten Orwell habe ich einmal angefangen, als ich noch in der Schulzeit war und habe es dann irgendwie aus irgendeinem Grund zur Seite gelegt. Habe ich jetzt auch wieder bestellt und ich bin sehr gespannt. Ich habe sehr, sehr viel darüber gehört. Es soll sehr düster sein und deprimierend und also ich bin gespannt. Ein absoluter Klassiker. Auch in den Dystopien ganz weit vorne das Buch und sowieso auf sehr, sehr vielen Listen von Büchern, die man gelesen haben sollte in seinem Leben. Dann habe ich noch gekauft Die Möglichkeit einer Insel. Ich habe nämlich nicht wirklich Ahnung, wie man den guten Herrn ausspricht. Ich hatte zwar Französisch in der Schule, aber das übersteigt das, was hängen geblieben ist davon. Das hat auch was mit Klonen zu tun und ich mag den Autor. Ich habe bisher nur ein Buch von ihm gelesen und zwar Elementarteilchen und das war sehr beeindruckend. Also es hat wirklich, wirklich Eindruck hinterlassen und ich bin gespannt, was er aus diesem Thema macht. Ob er irgendwie dann nochmal so einen Twist zu der Geschichte findet oder ähnliches. Ich glaube, das ist auch spannend im Vergleich zu Brave New World, wobei man ja eigentlich Bücher nicht auf diese Art und Weise vergleichen soll, aber es ist normal ein ähnliches Genre und also ich habe irgendwie auch eine erhöhte Erwartungshaltung an diesen Autor. Mein Akku stirbt gerade. Er hat einfach einen Ruf zu erfüllen, der eilt ihm meilenweit voraus. Ja, ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich total aufs Lesen, weil ich hier wirklich Bücher habe, die mich so richtig mitreißen, zumindest von dem, was ich so darüber gehört habe und oh, The Maze Runner habe ich auch bestellt. Den hat auch er empfohlen und Mischievous hat ihn empfohlen. Und das ist auch wieder so eine Trilogie, glaube ich. Das zweite Buch ist erst draußen und das soll sehr ähnlich sein. Soll Ähnlichkeiten haben mit Hunger Games und soll auch sehr spannend und sehr gut sein. Aber das ist leider nicht mit demselben Paket angekommen. Deshalb, also mal sehen. Ich werde versuchen, es anzukündigen, so gut es geht, in den anderen Videos, falls ihr wirklich mitlesen wollt. Und schaut sie euch mal an. Ich schreibe euch alle Titel aller Autoren in die Infobox. Und falls ihr Buchhauls habt oder Raubzüge, wie auch immer man es nennen will,